Noch am Montag gingen sie auf die Straße. Beschäftigte energieintensiver Unternehmen aus dem Raum Augsburg. Wie sie fordern bundesweit schon seit Monaten die energieintensiven Betriebe einen günstigeren Strompreis. Nun gab die Bundesregierung bekannt, die Strompreise werden gesenkt. Und zwar für alle produzierenden Unternehmen über die Stromsteuer. Von aktuell 2% runter auf 0,05%. Das ist das europäische Mindestmaß. Allein für das nächste Jahr würde es sich damit um Entlastungen in Höhe von 2,75 Milliarden Euro handeln. Wir haben jetzt eine gute Einigung erzielt. Wir reduzieren die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, und zwar von der Industrie bis zum Mittelstand. Und das ist ein guter Beitrag dazu, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu stärken. Mit dem Strompreispaket wurde außerdem beschlossen, dass bei 350 stromintensiven Unternehmen die Strompreiskompensation fortgesetzt werden soll. Die befreit sie von den Kosten des EU-Emissionshandels. Aus der Branche wird das Paket begrüßt, gleichzeitig aber auch kritisiert. Die Maßnahme ist gut für das verarbeitende Gewerbe in Bayern und in Deutschland natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass weit über 1 Million Betriebe aus dem Handel, Dienstleistungen, ganz viele Handwerksbetriebe, Freiberufe gar nichts davon haben. Für den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sind die Beschlüsse nur ein erster Schritt von vielen. Natürlich ist diese Entlastung jetzt gut, aber sie rettet das Vaterland noch nicht, wenn man so auf den Punkt bringen will, sondern wir müssen jetzt weiterhin dafür kämpfen, dass wir genügend bezahlbaren, grundlastfähigen Strom haben. Umweltorganisationen wie Greenpeace fürchten um den Klimaschutz. Der Trend müsse schneller Richtung erneuerbarer Energien gehen.